Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Heute kein Tag zum Feiern, denn heute ist im Alter von 76 Jahren Stephen Hawking gestorben. Stephen Hawking kennen einige von euch wahrscheinlich nur von der Big Bang Theory, wie er mit Sheldon, glaube ich, mal Schach gespielt hat oder irgendwelche Wetten gemacht hat. Er war aber so ganz nebenbei einer der vielleicht wichtigsten Mathematiker und Physiker unserer Zeit. Und auf jeden Fall war er einer der schlauesten und genialsten. Er hat unter anderem als Professor in Cambridge gearbeitet und hat genau den Professorstuhl gehabt, den vor ihm zum Beispiel Isaac Newton gehabt hat. Dieser Mann ist heute gestorben. Er leidet oder litt an einer schweren Krankheit. Er war am Rollstuhl gebunden und konnte später auch nicht mehr sprechen. Er hat mit so einem Sprachcomputer gesprochen. Ihr alle kennt es vielleicht. Tja, dieser Mann ist jetzt tot und was veranlasst mich dazu, ein Video zu machen, das möchte ich euch sagen, meine allergrößte Hochachtung. Ich habe nämlich in jungen Jahren ein Buch von ihm in der Hand gehabt und er hat im Gegensatz zu vielen anderen Professoren und wirklich super schlauen Menschen, hat er ein Buch geschrieben, in dem er in ganz einfacher Sprache, sozusagen in einer kleinen Geschichte, die Welt erklärt. Naja, jedenfalls das Universum. Und er hat, ohne irgendwelche Fachgriffe zu benutzen, Universen, schwarze Löcher, Materie, Urknall und so weiter erklärt. In letzter Zeit ist es dann krankheitsbedingt etwas ruhiger um ihn geworden. Er ist ja auch schon älter geworden. Und seine Universität Cambridge hat am Todestag oder kurz nach dem Tod noch eine Nachricht erhalten. Naja, veröffentlicht mit den letzten Gedanken von Hawking. Und eine Sache, von der möchte ich euch erzählen. Und zwar macht er sich Sorgen um die Menschheit. Und zwar, genauer gesagt, macht er sich Sorgen so um die nächsten 100 Jahre. Und er gibt uns einen ganz klaren Auftrag mit. Er sagt, Leute, seht zu, dass ihr andere Himmelskörper bevölkert. Es ist einfach mehr als wahrscheinlich, dass in den nächsten 100 Jahren eine große Epidemie oder ein großer Vulkanausbruch oder ein Asteroideneinschlag auf der Erde, in der Erde droht und das könnte die Existenz der gesamten Menschheit gefährden. Genauso kritisch sieht er übrigens dieses SETI-Programm, also dieses Wir funken ins Weltall. Er sagt ganz einfach, der Nutzen und die Gefahr stehen nicht in Relation. Es ist einfach gar nicht unwahrscheinlich, dass dieses Signal, das wir seit vielen, vielen Jahren zum Beispiel als Radiosignal senden, vielleicht in die falschen Hände bekommt und dass vielleicht Leute zu uns kommen, die dann nicht nur technisch zu in der Lage sind, sondern die uns vielleicht auch nichts Gutes wollen. Da sollten wir nochmal drüber nachdenken. Stephen Hawking hat übrigens einen relativ interessanten Satz mal zum Thema Tod gesagt. Und das möchte ich als Letztes sagen. Und zwar hat er mal gesagt, ich habe keine Angst vorm Tod. Ich hätte nur nichts dagegen, wenn ich noch ein bisschen Zeit für die Dinge hätte, die ich ganz gerne machen würde. Und das fand ich richtig gut. Und ganz zum Schluss möchte ich sagen, ein Mann, der mehr als die Hälfte seines Lebens am Rollstuhl stark gehandicapt, gebunden, hat sich niemals die Lebensfreude leben lassen, ist als Schauspieler, Buchautor in verschiedenen Fernsehsendungen aufgetreten und davor, nur davor und auch vor seiner Leistung und vor vielen anderen Dingen ziehe ich den Hut. Heute ist ein Großer gegangen und ich hoffe, dass es vielleicht nachträglich dann auch noch einen Nobelpreis gibt. Ich bin raus.